Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic, einer neuen Folge, in der ich hoffentlich nur noch vier Schlösser oder knacken werde oder fünf, nämlich diese Truhen hier, erstens diese beiden und dann im Stockwerk drunter noch ein paar. Okay, rechts war es nicht, links war es, links, zwei, drei, dreimal links, einmal rechts. Zweimal links. Und zweimal rechts. Ganz viel Besteck. Und 8897 Goldmünzen. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür hier irgendwas kriege. Ich nehme sie mal mit. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen Besteck. Ist mir egal. Links. Nein, war es nicht. Rechts. Zweimal rechts. Viermal links. Einmal rechts. Und einmal links. Oh, noch ein paar Heiltränke. Schön. Finde ich gut. Und noch einen Sprinttrank zum Sprinten. Um davon zu laufen. Ja, oder irgendwo hinzulaufen ganz schnell. Das könnte vielleicht noch nützlich werden auf dem Weg zum Ork-Tempel. Denn dort gibt es ja keine Teleport-Rune, die mich hinbringt. Ich glaube, da kann ich mit diesen Geschwindigkeitstränken völlig legal ein bisschen die Zeit abkürzen, die ich brauche, um hinzukommen. Und wie versprochen, das hier sind die letzten beiden Kisten. Links war es nicht, rechts. Warte mal, Blödsinn. Eins, zwei, drei, dreimal rechts. Eins, zwei, zweimal links. Und einmal rechts. Dann einmal links. Und noch ein einziges Mal nach rechts. Und hier gibt es nichts, was mich reizen würde. Und hier links war es nicht. Rechts, rechts nur einmal, okay. Dann dreimal links. Einmal rechts. Ah, nein, einmal nur, meine Güte. Und dann einmal links, also drei links, eins rechts, eins links und zwei nach rechts. Felle und eines Felle von Schattenläufern und Wölfen. Die nehme ich doch mal mit. Ich weiß zwar nicht, ob ich damit was machen kann, aber das klingt auf jeden Fall selten. Selten und schön. Und deswegen nehme ich die mal mit. Vielleicht kann ich ja daraus irgendwas machen oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls lernt man ja irgendwann am Anfang des Spiels relativ teuer die Fähigkeit, Tieren ihre Felle abzuziehen. Und vielleicht werden die ja noch irgendwann nützlich, abgesehen vom Verkaufen am Anfang. Dass hier die Türen zu sind, das liegt daran, dass ich zwischenzeitlich gespeichert habe und nochmal geladen habe, weil ich am Anfang der Aufnahme vergessen habe, den Aufnahmebeginn-Slot zu speichern. Ich habe nichts verändert, ich habe nur, wie gesagt, gespeichert, dann den Anfang der Aufnahme geladen und nochmal als Aufnahmeanfang gespeichert. Und dann das hier wieder geladen. Das heißt, die ganzen Türen wurden resettet auf die Ursprungsposition, aber ansonsten habe ich hier nichts, also es hat sich halt nichts verändert. Eine Truhe, yay! Links war es nicht, rechts einmal. Wie viel waren das jetzt? Vier, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei, vier nach links. Nein, fünf nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf nach links. Und dann zwei nach rechts. Okay, Besteck brauche ich nicht. Harnisch-Amulett. Nee, habe ich noch was Besseres? Geschwindigkeitstrank. Oh, das ist gut. Das nehme ich gerne mit. Vielen Dank dafür, liebe Truhe. Lebensenergie plus 10. Dauerhaft. Dankeschön. Finde ich gut. Endlich hat es sich mal gelohnt, so eine Truhe zu knacken. Ernsthaft. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass einigermaßen Gutes drin war. Einmal rechts. Fünfmal links wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und zweimal rechts. Das ist genau die gleiche Kombination. Harnisch-Amulett brauche ich nicht. Nehme ich. Hey, da ist genau das gleiche drin. Das ist ja komisch. Na, mir egal. Dann habe ich halt eben 20 Lebensenergie mehr. Yay! Und damit habe ich jetzt 457 Lebensenergie.
Und mir fehlt ein bisschen was. Hier ist nicht mehr. Ist hier noch eine Truhe? Ja. Noch eine Truhe. Ich muss hier endlich raus. Meine Güte. Rechts. Dann 5 nach links, nehme ich an. Und 2 nach rechts. Ja, 3-mal das gleiche. Nochmal das gleiche drin. Ernsthaft. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber 3-mal die gleiche Kombination, 3-mal der gleiche Inhalt. Das kommt mir schon ein bisschen seltsam vor. Ist das wirklich Absicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Aber es ist irgendwie seltsam. An dieser Stelle möchte ich speichern. Das ist, glaube ich, nur der Koch, oder? Der tut mir nichts. Nee, der tut mir nichts. Aber es gibt hier einen Gegner, mit dem nicht zu spaßen ist. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den jetzt überhaupt schon erledigen kann. Hallo, Gomez! Nö, hat geklappt. Alles gut, nichts passiert, mir geht's gut. Da erinnere ich mich aber an deutlich größere Probleme. Enos Zorn! Und ein Kerkerschlüssel. Gomez-Schlüssel öffnet Lagerraumtüren im Keller der Erzbarone. So einen Ring habe ich schon. Und das könnte interessant sein. Stärke und Geschick plus 7. Nehme ich mal mit. Vielleicht brauche ich das ja irgendwann zwischendurch. Das ganze Gedöns hier ist, glaube ich, nur Essen. Und Getränke. Da wird kein Trank dabei sein, der irgendwie meine Stärke oder Lebensenergie erhöht. Dafür gibt es hier noch mehr Truhen. Freut ihr euch schon? Yay! Ach nee, die sind immerhin offen. Mit, so schwach. Ach, das ist die Waffenkammer, natürlich. Da sind aber halt nur so schwache Waffen drin. Truhe, nicht das Schwert. Die Truhe, bitte. Okay, ein Schlachter. Immerhin 64 Schaden. Einhand. Aber auch nicht wirklich gut. Nein, kein Richtschwert. Nein, kein grobes Schwert. Die Truhe. Oh, Junge, jetzt. Gut. Das bringt's irgendwie auch nicht. Und was haben wir hier noch? Nö, das bringt's auch nicht. Und die Waffe habe ich gerade nur gezogen, um mich schneller umzudrehen. Jetzt fehlt mir wieder ein bisschen Lebensenergie. Das heißt, ich werde mich jetzt ein bisschen heilen. Und jetzt fehlt mir noch genau 15. Das heißt, eine Portion Fleisch. So, ich habe einen Schlüssel von Gomez. Ja, ich glaube oben... Warte mal, oben war doch eine Truhe, oder? Die ich nicht öffnen konnte. War das nicht so? Im Gebäude, in dem Gomez gerade auch war. Ich glaube schon, aber ich würde jetzt zuerst mal hier versuchen reinzukommen. Nein, das funktioniert nicht. Schade. Bei den Magiern war keine Truhe drin, nee. Das müsste dann... Gut, das mit dem Kerker. Schätze ich mal, ist Stone, von dem ihr am Anfang Bartolo gesprochen hat. Dass sie Bartolo in den Kerker geworfen haben. Das klingt, als wäre der da unschuldig drin. Ich meine, hey, das sind die Gardisten, die ihn eingesperrt haben. Natürlich ist er unschuldig da drin. War es nicht diese Truhe? Ja, es war diese Truhe. Ring der Geisteskraft, Magie, Schutzwaffe, Magie 8 brauche ich nicht, brauche ich nicht. Oder habe ich die einfach schon geknackt? Das kann natürlich auch sein. Das kann sogar sehr gut sein. Ich bin mir jetzt leider nicht ganz sicher, wo ich die Truhe verlassen habe. War sie vielleicht bei der netten Dame, die hier duscht, sich badet? Ah, das kann sein, ja. Ja, das kann sein. Der Geschwindigkeit nehme ich. Oh, Stärke plus 8. Sehr schön. Ja, das waren diese Truhen hier, die ich jetzt öffnen kann mit Gomez Schlüssel. Finde ich gut. Ein paar Bolzen, Armbrust, bisschen Erz und... Haha, eine Trollfaust und ein Rachestahl. Rachestahl hatte ich doch, glaube ich, schon, oder? Minus Zorn macht mehr Schaden. Nehme ich. Dankeschön. Rachestahl macht 92 Schaden. Hatte ich den nicht sogar mal als Waffe zwischendurch? Ich glaube schon. Nee, da war nix. Aber was ich tun kann, wenn ich schon mal dabei bin, es gibt gerade eh keinen Lehrer mehr, der mir irgendwas beibringen kann. An Stärke zumindest. Das heißt, ich kann mir auch hier gemütlich meine Stärke plus 8 gönnen. Was habe ich da gerade gemacht? Bin ich noch im Cheat-Modus?
Oh ja, war ich. Tatsächlich. Ups. Das war keine Absicht und sehr unklug von mir. Denn wenn man im Marvin-Modus, also im Cheat-Modus, den man erreicht, indem man im Charakterfenster Marvin angibt, speichert, dann kann es manchmal passieren, dass man den Ladestand oder den Spielstand nicht laden kann. Und sobald man dann, glaube ich, einmal den geladen hat, dann zieht sich das auch eine Weile durch. Gut, die Torwachen ignorieren mich noch. Das heißt, ich kann mich mal hier unten noch umschauen. Hier ist nichts, okay. Also im Sinne von kein Gegner. Das sieht eingestürzt aus. Kann ich da hoch? Na, schade. Da muss ich dann vielleicht durch die Mauer oder so hoch. Oder ich kletter irgendwie rüber. Geht das? Mal schauen. Nee, das klappt leider nicht. Das heißt, da muss ich dann über die Mauer hier, von der anderen Seite hin. So, was gibt's denn hier oben noch? Ja, die Torwachen, wie gesagt, ich glaube, Torus hat auch einigermaßen was drauf. Deswegen würde ich die gerne noch ein bisschen ignorieren. Und erst gegen Ende erledigen, wenn ich vielleicht nochmal eine Stufe stärker bin. Gut, ich denke mal, eine stärkere Waffe werde ich nicht finden. Aber da unten sieht es ganz friedlich aus, ne? So, geht's denn hier rein? Nein, schade. Da drüben? Auch nicht. Gut. Dann kletter ich jetzt hier wieder runter. Nach der zweiten Schlossknackfolge am Stück. Uah! Hoffentlich war das kein Fehler. Nein, war es nicht. Glück gehabt. Ah, den Kerkerschlüssel habe ich doch auch, oder? Damit komme ich doch jetzt bestimmt hier runter. Oder hier unten rein. Also jedenfalls hat es ja gerade ganz gut geklappt. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob man manche Türen wirklich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen kann oder nicht das Schloss knacken kann. Oder andersrum, ob es zu jeder Tür wirklich einen passenden Schlüssel gibt. Ich vermute ja nein. Und ich vermute, im Umkehrschluss kann man Türen, die einen Schlüssel haben, auch nicht knacken. Blutschneider. Ja, das sieht tödlich aus, diese Waffe. Da hinten ist doch bestimmt irgendwas, oder? Hm, nö, schade. Hätte ich jetzt gedacht. Das da, was ist das? Sieht aus wie Kerker. Aber ich glaube, da komme ich gerade nicht runter. Pfeil, 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 Pfeil. Okay. Eine Tür. Ups. Ach was. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Das ist der Eingang hier. Der Hintereingang zur Burg quasi. Da hatte Gomez den Schlüssel zu. Ist ja interessant. Wenn ich mich recht erinnere, war ich da ganz am Anfang in einer der ersten Folgen mal und habe versucht, von außen das Schloss zu knacken. Was leider nicht funktioniert hat. Schätzungsweise, weil ich ja, wie gerade eben schon erwähnt, das nicht knacken konnte, weil es den passenden Schlüssel dazu gibt. Ist ja interessant. Das hier ist dann wohl die Küche, so wie das aussieht. Kann ich da kochen? Ich habe noch keinen Kochlöffel dabei. Kann ich da hoch? So vom Kessel aus oder so? Nein. Ach, das ist der Kamin. Ach so. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, ist es ziemlich heiß und ungesund. Wie habe ich da alles gedacht, ey, diese Radisten hier? Überall sind Gitter. Sogar im Kamin über dem Essensfeuer. Gut, da drin bin ich fertig. Und bevor ich jetzt dort reingehe und mich in der Mauer und so ein bisschen noch umschaue, werde ich, glaube ich, mal noch die letzten Torwachen da unten erledigen, damit ich, wie schon so oft, den Rücken frei habe, falls ich doch schnell abhauen muss. Das werde ich aber in der nächsten Folge tun, die dann entsprechend auch ein bisschen actionreicher wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.